Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Heute befassen wir uns mit dem bedeutenden Thema der Unternehmensnachfolge in Deutschland. Wir haben rund 3,5 Millionen Unternehmen, etwa 500.000 haben ein Nachfolgeproblem. Über die Ursachen und mögliche Lösungswege spreche ich jetzt mit Nils Körber, dem Geschäftsführer der Kern Unternehmensnachfolge. Herr Körber, wie kommt es denn überhaupt, also dass so viele Unternehmen Nachfolger suchen und vielleicht nicht finden? Perspektivisch sind es sogar noch mal deutlich mehr, wenn ich mir die nächsten 10 Jahre anschaue. Der Siegeszug der Antibabypille, der kam so 1965 nach Europa. Und wir können also jetzt schon erkennen, aufgrund auch der Studien, die wir selbst betreiben, dass es in den nächsten 10 Jahren über 1 Million der Familienunternehmen sogar betreffen wird, die diese substanzielle Frage von Unternehmensnachfolge lösen müssen. Das ist ja eine gigantische Zahl. Allerdings. Das ist auch nichts, kann ich gleich mal sagen, was Sie einfach mal so sagen, sondern die Studie, ja. Da hatten Sie eine enorme Fallzahl. Ja, wir haben über 580.000 Firmen analysiert in der Altersklasse, das schon bereits zum zweiten Mal. Ja. Und wir müssen diese Dramatik einfach ein Stück weit anerkennen. Das ist ja ein sehr schleichender Prozess in der Wirtschaft, der dort stattfindet. Warum? Über 90% der deutschen Unternehmen haben weniger als 25 Mitarbeiter. Also wir sind eine sehr kleinparzellige Volkswirtschaft. Mhm. Das ist einerseits gut, das ist unsere besondere Stärke. Und zugleich, das merken wir schon am Fachkräftemangel der letzten Jahre, wird das jetzt eben in eine etwas unangenehmere Situation hinübergleiten und wir müssen das Thema Unternehmensnachfolge anpacken. Was ist denn da das eigentliche Problem? Also ich meine, es gibt ja sicherlich nicht nur Gründungswillige, die eigene Unternehmen dann von null aufbauen wollen, und es gibt viele, die ihr Unternehmen gern weitergeben wollen. Also sagen, es ist wirklich zahlenmäßig, dass sie sagen, es sind nicht genügend Menschen da, weil das ist ja ein Problem, das lässt sich ja kaum lösen dann. Ja, also das ist vielschichtig. In der Tat, einmal Demografie ist sozusagen das Damoklesschwert, was besonders groß und scharf ist. Und dann gibt es viele Facetten, zum Beispiel auch dem Thema Frauen in der Nachfolge. Es gibt nach wie vor noch eine relativ, trotz allem wir jetzt in 2021 sind, eine tradierte Ansicht manchmal, wer tritt eigentlich die Nachfolge zum Beispiel in einem Familienunternehmen an. Mhm. Dann gibt es aber auch das Problem des emotionalen Loslassens. Also wenn ich ein Lebenswerk aufgebaut habe, 3 Jahrzehnte, 4 Jahrzehnte, das ist alles für mich. Und dann den richtigen Absprung zu finden, auch rechtzeitig, frühzeitig genug, das fällt schwer. Da gibt es wirklich noch eine ganze Reihe anderer Gründe, und die muss man sich in jedem Fall sicherlich einzeln angucken. Also auch Gründe in den Unternehmen selbst, nicht nur rein von den äußeren Bedingungen her. Ja, also zum Beispiel das Thema natürlich auch Finanzierung. Kaufpreisfinanzierung ist durchaus relevant für diejenigen, die in das Abenteuer Unternehmertum einsteigen wollen. Ja. Oder habe ich in den letzten Jahren wirklich mein Geschäftsmodell stetig weiterentwickelt? Stimmen die Zahlen? Und. Wenn das eben alles zusammenkommt, dann wird Nachfolge richtig schwierig. Wie kann denn nun ein Unternehmensführer den Verkauf am besten vorbereiten, und auch ab wann ist ja überhaupt die Frage? Also gerade wenn Sie sagen, loslassen ist oft ein Problem, das heißt, da könnte schon mal das Rauszögern das schwierig machen. Wenn jemand eigentlich gar nicht will, dann wartet er wahrscheinlich, bis gar nicht mehr anders geht. Aber was sagen Sie, wenn jemand vernünftig das angeht, planvoll, wann sollte er starten und was sollte er dann tun? Ja. Also in der Tat, eine Altersgrenze einzuziehen, macht aus meiner Sicht heute nicht mehr so viel Sinn. Man kann vielleicht erkennen, dass mit 65, 70 unsere biologische Leistungskurve vielleicht so ein bisschen nach unten geht. Also sollte ich vielleicht rechtzeitig anfangen, erstmal überhaupt so eine Art Fitnesscheck zu machen, zu sagen, ist mein Unternehmen übergabefähig? Mhm. Habe ich alles, was wirtschaftliche Kennzahlen sind, was die zukünftige Ausrichtung des Unternehmensmodells ist, was vielleicht auch Mitarbeiterstrukturen sind, sind die schon veraltet? Habe ich eine zweite Führungsebene und. Und wenn ich diese Dinge ordentlich und gut vorbereite, professionell vorbereite, dann kann ich, glaube ich, mich entspannt auch einem Nachfolgeprozess entsprechend widmen. Das Ganze ist hier jetzt natürlich mehr mit dem Fokus auf einen Unternehmensverkauf. Ja. Beim innerfamiliären Generationswechsel gilt es, das aber genauso frühzeitig anzufangen, weil im Zweifelsfalle wollen die Kinder nachher gar nicht, und dann fange ich wieder von vorne an. Okay, das kann natürlich auch passieren, ne? Dass jemand einfach davon ausgeht, sagt, ist ja klar, dass mein Sohn das weitermacht oder meine Tochter, aber will das gar nicht unbedingt. Also wie, gut, wenn wir sagen, jetzt eine Altersgrenze wäre nicht sinnvoll festzulegen, nicht zu sagen, ab 65 mal planen, aber was sagen Sie, wäre denn optimal? Sagen wir, bevor jemand aussteigen will, sollte er ein Jahr vorher anfangen, 2 Jahre, 6 Monate, wie
Ich glaube, so einen Fitnesscheck zu machen und die Frage zu klären, bin ich übergabefähig, das würde ich immer schon durchaus so 2-3 Jahre vorher machen, vor dem eigentlichen Zeitraum. Warum? Manchmal bedarf es auch wirklich eines Zeitraumes der nochmal Überarbeitung. Vielleicht muss ich die Zahlen nachschärfen, vielleicht muss ich was auch wirklich nochmal in der Führungsebene verändern oder. Also um mein Unternehmen fit zu machen, brauche ich manchmal einfach Zeit. Und wer diese Zeit sich nicht nimmt, der gerät unter Druck. Und unter Zeitdruck sinkt in der Regel der Preis. Okay, das ist dann wie bei einem, sagen wir mal, seriösen Autohändler vielleicht ein bisschen. Also nicht nur die Verkaufsdusche, sondern man sagt, ich möchte wirklich das, ein Top-Fahrzeug haben, genau, dass man da rechtzeitig alles immer am Laufen hält und sagt, jetzt ist es richtig gut. Kann wahrscheinlich nochmal einen Schub geben für diejenigen, die schwer loslassen können. Dass sie sagen, oh, jetzt bin ich wieder so richtig drin. Das stimmt. Aber kann sich dann eben auch auszahlen entsprechend. Mhm. Wie lässt sich denn der tatsächliche Wert eines Unternehmens ermitteln? Also da ist ja die Gefahr groß, dass jemand sagt, das ist für mich Milliarden wert. Aber was ist es tatsächlich wert? Wie findet sich dieser Wert? Das stimmt. Also oftmals ist der Wert natürlich durch die Emotionen auch geprägt. Ja. Und wenn ich mich 30 Jahre lang mit allen Höhen und Tiefen damit beschäftigt habe, dann sehe ich den Preis häufig etwas mehr rosarot als vielleicht mein Gegenüber, der diese Nachfolge übernehmen will. Zugleich gibt es in Deutschland erfreulicherweise ein standardisiertes Verfahren, das nennt sich IDWS1, Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer. Die haben ein rechnerisches Verfahren entwickelt, wie man Unternehmen bewerten kann. Ja. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Methoden, aber das ist anerkannt, das ist auch juristisch anerkannt. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um eben erstmal auch eine Art Wertindikation im Mittelstand festzulegen, zu sagen, Mensch, was kann ich überhaupt zukünftig möglicherweise erwarten, wenn ich meine Unternehmung veräußern will? Ja. Und wer so einen dicken Daumen erstmal als ausreichend befindet, der kann natürlich online mal einen Unternehmenswertrechner vielleicht ausprobieren. Der kann sogenannte Multiple-Verfahren nutzen, also Multiplikatoren, die nach Branchen geclustert unterschiedlich in der Größe sind und kann sich so eben mit dem dicken Daumen annähern. Aber ich würde immer empfehlen, wenn ich es konkret vorhabe, dann in die Tiefe zu gehen. Ist das im Moment eigentlich schwieriger? Also es ist ja eine Zeit des Umbruchs, nun seit ungefähr 2 Jahren in jedem Fall. Ja. Dazu Inflation, das hat nicht erst vor 2 Jahren begonnen. Also ist die Wertermittlung im Moment schwieriger, als sie früher mal war? Ja und nein. Also Corona macht für einige Branchen wirklich natürlich extreme Unterschiede. Nach unten, aber auch nach oben teilweise. Ja. So, zugleich ist es erklärbar. Wir haben eine Rahmenbedingung, die ist nicht so, wie eben die normale Wirtschaft vorher mal war. Also kann man es auch ein Stück weit erklären. Gleichwohl gilt es immer, die Perspektive im Auge zu behalten. Und was passiert eigentlich nach Corona? Wird sich das Geschäftsmodell dann bewahrheiten? Wird es weiterhin funktionieren, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat? Also es gibt schon ein paar Blickwinkel, die man heute sehr viel differenzierter bei einer Unternehmenswertermittlung einsetzen muss. Wo sind denn potenzielle Nachfolger überhaupt zu finden? Das ist ja auch nochmal der Aspekt. Also es kann ja alles bestens theoretisch vorbereitet sein, aber wo findet ich als Unternehmer denn den Nachfolger, wenn es nicht in der Familie ist? Genau, eine der elementarsten Fragen, weil wir auch vor Augen haben müssen, ungefähr nur 4% derjenigen, die sozusagen arbeitswillig und durstig sind, werden Unternehmer. Das ist also ein sehr geringer Prozentsatz. Und wo finde ich die Menschen in der Regel? Nicht in meinem Ort unbedingt. Das kann mal die Ausnahme sein. Also ich muss bereit sein, auch größer zu suchen. Dafür gibt es einmal Börsen. Es gibt so 2-3 große relevante Börsen in Deutschland. Da kann ich anonym mein Unternehmen einstellen und gucken, wer hat da vielleicht Interesse. Und dann kann ich vorsichtig Kontakt aufnehmen und schauen, passt diese Person vielleicht dazu. Dann gibt es aber umgekehrt, wie wir es selbst zum Beispiel natürlich auch betreiben, große Netzwerke, große Datenansammlungen, wo wir genau wissen, welche Einzelpersonen, welche strategischen Investoren, also welche anderen Firmen wollen im Mittelstand wachsen und kaufen oder vielleicht sogar welche Finanzinvestoren haben ein Interesse in Deutschland zu investieren. Das meine ich also auch gleich sozusagen international. Ah, ja. Und die finde ich aber in der Tat nicht irgendwie beliebig eben durch, einen Zeitungsaufruf oder im Internet mal eben. Da muss ich mich schon in der Tiefe dann bereit sein, damit zu beschäftigen. Das ist ja Ihr Tagesgeschäft. Genau. Ne? Sie kümmern sich um nichts anderes als so, Unternehmensnachfolge. So ist es, gibt es eine Möglichkeit, denn auch wenn jemand sagt, ich hätte gern, dass das Unternehmen in der Familie bleibt, aber beispielsweise mein Sohn sehe ich eigentlich mehr als Künstler und ich weiß nicht, ob der das packt. Also das seriös zu überprüfen oder jemanden fit zu machen dafür? Ja,
Also das gibt es auch inzwischen. Wir können sogar über zum Beispiel ein Online-Assessment genau schauen, welche unternehmerischen Qualitäten haben die Kinder, wenn es mehrere Kinder gibt. Sie haben eben den Künstler zitiert. Also hat er tatsächlich unternehmerische Qualitäten oder kann man ihn dorthin entwickeln? Ja. Das ist die eine Möglichkeit. Oder es gibt vielleicht auch Kombinationen. Also wenn ein Kind sich nicht so ganz sicher fühlt und sagt, oh, das ist eine große Aufgabe, ob ich da in Vaters oder Mutters Fußstapfen reinkomme, dann kann man natürlich vielleicht auch einen Investor suchen, der es gemeinsam mit dem Sohn oder mit der Tochter macht. Also die Wege sind da sehr, sehr breit und offen und individuell gestaltbar. Okay, das heißt, also was sich für mich da ganz stark rauskristallisiert in diesem Gespräch, ist, dass Sie auch sagen, nicht nur jetzt einer sucht den einen Nachfolger, sondern dass es da noch sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt, in Kombination Inland, Ausland, Investor dazu. Ist ziemlich vielfältig demnach. Ich glaube, dass die Zeit dafür jetzt auch reif ist. Also es gibt ja durchaus viele Menschen, die sagen, oh, ich hätte vielleicht Lust, aber ich weiß nicht, ob ich mir das ganze Große ganz alleine zutraue. Und wir finden inzwischen immer mehr Möglichkeiten, teilweise auch mehrere Mitarbeiter bis zum gesamten Kreis der Belegschaft auch zum Beispiel über ganz bestimmte Konstellationen die Nachfolger antreten zu lassen. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp zum Schluss, dass Sie sagen, also wenn jemand daran denkt, sein Unternehmen in absehbarer Zeit übergeben, verkaufen zu wollen, was er jetzt schon mal tun könnte? Also wir haben es vorhin am Eingang erwähnt, ist immer das Thema Zeit und die Bewusstheit, was würde ich vielleicht selber machen, wenn ich heute 20, 30 Jahre jünger wäre? Würde ich die Firma, die mir gehört, tatsächlich heute auch so weiterführen? Stimmt alles vom Geschäftsmodell, von den Zahlen, von den Mitarbeiterstrukturen und so weiter. Und dann erkenne ich, glaube ich, wenn ich da einigermaßen realistisch hingucke, schon so ein Stück weit meine Hausaufgaben. Ja. Und deshalb frühzeitig beginnen, diese grundsätzlichen Fragen zu stellen. Okay, vielen Dank für diese sehr greifbaren Tipps, Nils Körber. Das war der Wirtschaft TV Talk zum Thema Unternehmensnachfolge mit Nils Körber, dem Geschäftsführer der Kern Unternehmensnachfolge.